Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Jetzt teste ich. Hier spricht Chris und mit dabei ist wieder die... Richtig. Wir waren gemeinsam im Kick und haben zwei Artikel mitgebracht. Das ist einmal der hier. Das sind Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer für ein paar Euro. Ich werde es gleich zeigen. 1 Euro nochmal. Ja. Und dieses Gerät. Ja, da schlägt das Testherz ja mal wieder ganz hoch. Aber heute werden wir nur diesen hier vorstellen. Hast du ihn aufgenommen? Ja. Sehr gut. Der kostet, wie hier steht, 1,19 Euro. Also habe ich ihn mal gleich mitgenommen. Und mal schauen, was der so kann. Als Referenz nehmen wir uns diesen In-Ear-Kopfhörer von Philips. Der sieht so aus. Der kostet 15 Euro und ist, hat sehr gut abgeschnitten. Ist ein Top-Gerät und hat einen super Sound. Wunderschön. Wir vergeben auch wieder Punkte. Das heißt, ich gebe Punkte von 1 bis 10 für die Qualität von diesen Teilen und für die Klangqualität auch nochmal. So, dann öffnen wir ihn mal ganz vorsichtig hier. Mit dem Messer. Yves, hast du den Zuschauern was zu erzählen? Nicht? Nein, leider nicht. Wie schön. Hier, muss ich das mal angucken. Das ist von Kick. Kick. Also Kick. Product Placement. So, so sieht der aus. Ich will ihn mal gleich öffnen. Das ist schon mal sehr einfach, also für kleine Kinder geeignet. Ja, zum Essen. Ja, der ist hier umzugewickelt, wie ich sehe. Da wird schon schwieriger, ne? Das ist schon kompliziert, ja. Mist, was soll das denn nur hier mit... Gut, der ist schon mal nicht vergoldet. Meiner ist vergoldet. Wo habe ich ihn gelassen? Ich habe ihn gestellt hier. Vergoldet für 1 Euro, ein paar gequetschte mehr. Das ist aber relativ egal. Eigentlich soll die Klangqualität soll dadurch besser werden, aber ich denke mal, das ist scheißegal. Sieht zumindest so schon mal gleich aus. Und vom Gefühl her fühlt sich eher, also die Markenkopfhörer fühlt sich besser an als die Kick-Kopfhörer, die Billigkopfhörer. Aber das ist ja noch nicht ausschlaggebend. So, das wollen wir hier rauskriegen. Geil. Trotz Wurstfinger. Ich noch keine Wurstfinger. Nein. Gut, also erstens, was auffällt ist, was ist das denn für ein Kopf? Die soll man bestimmt auseinanderziehen, wie ich das sehe, oder? Ich denke. Also auf jeden Fall, wenn man hören will, das geht, glaube ich, mit 2 Ohrhörern nicht. Mit ich gehe mal davon aus, dass man die auseinanderziehen darf. Und wie ich sehe, ist es sogar richtig so. Und zwar bis hier hinten hin. Da ist ein Schutz, aber kann man den nach vorne machen? Nein. Also man kann den maximal bis hierhin ziehen. So, das drauf, ja. Ne? Dann müssen wir mal Kopfhörer gerecht. So, passt das mir? Warte, ich muss aus dem Bild mal raus. Ja. Ja, gut. 1 bis 10 Qualität, wenn ich das anfühle und dagegen diese Markenkopfhörer nehme. Ich sag mal so, billiger Plastik und hochwertige Verarbeitung. Also, ich gebe 2 von 10 Punkten. Willst du den mal kurz anfassen und sagen, welche Punktzahl du den gibst? Kannst du es auch ruhig in der Kamera halten, wenn du möchtest. Ich habe mich gerade nicht gesehen. Ja. Kannst du das Plastik mal fühlen und dann fühlst du gleich mal das mal und dann das vorne hier. Ich guck's mir gerade an, es sieht irgendwie... Filmst du es denn auch? Ja, fast. Achso, das sieht irgendwie ein bisschen billig aus. Extrem. Und die hier, das merkt man schon, also vom Sehen her. Ja, sieht man das ist ein Unterschied von 14 Euro, genau. Ho. Gut, also Punktzahl, 2 von 10 habe ich gegeben, was gibst du? Ja, nee, ich schließe mich dir einfach mal an. Gut, das ist aber, hast keine eigene Meinung. Nee, ich bin Mitläufer. Gut. Hier sind diese komischen Pinökels, die für mich auch extrem billig aussehen, dieser Ohrschutz. Also, das erinnert mich an die Bubbles vom Bubble Tea. Von McDonald's, unser McDonald's Bubble Tea Test. Ja. Hat der großartig eingeschlagen bei euch. Wunderbar, es freut mich. So, guck mal, ich will mal gucken, ob man die entfernen kann einfach. Oder ob man die... Vorsichtig. Ich will ja nicht kaputt machen. Aber ich bin nicht sicher, ob das einfach ist. Ja. Weiß nicht, bei mir kann ich die direkt rausziehen und hier anscheinend so nicht. Oder wie sehe ich das? Man darf es aber, ne? Sonst wären die anderen ja nicht. Man darf es, ja. Soll ich es mal probieren? Eine Formelarbeit hier, Mensch. Sicher, dass man das wirklich darf? Ich weiß nicht, vielleicht sind die anderen nur so mit dabei, falls die mal verloren gehen.
Ich frage mich nur, wie die verloren gehen sollen, weil die nicht abgezogen bekommen. Gut, ich lasse das erstmal, bevor ich den ganz kaputt mache. Mach erstmal einen Hörtest. Jetzt machen wir erstmal einen Hörtest. Dazu haben wir diesen MP3-Player, den ich im anderen Video auch nochmal vorstellen werde. Das Video ist schon abgedreht, aber ich habe es noch nicht hochgeladen. Ist einer von Philips. Ja, Philips Rager irgendwas. Im nächsten Video sieht man das. Habe ich denen gezeigt, dass ich den vorstellen wollte? Ja, das hast du schon. Ist aber nichts da. Dann schalten wir den mal an und zwar hören wir mal wieder Kollega. Das ist nämlich der Lieblingsrapper von der I. Nein. Nein, du hast sowas nicht. Höre ich nicht. Und zwar mache ich direkt einen Vergleich. Ihr könnt das leider nicht hören, deswegen werden wir das beurteilen und dann wisst ihr auch Bescheid. Ich höre mir so sagen wie King Orgasmus und so. Wir dürfen auch nicht zu laut sein, ansonsten ist die liebe GEMA mal wieder auf den Teppich und will uns nämlich ordentlich anscheißen. Igitt. So, ich höre mal einen selbst. Direkt wieder Bilder im Kopf. Ich kenne die Kopfhörer, ja, die sind einfach top. Also kannst du, die werde ich auch nochmal vorstellen. Ich kann euch den Link dazu ja schon mal in der Beschreibung setzen. Wurst. Was? Wurst? Ich will gar nicht Wurst. Ich wollte Salat sagen. Da wollte ich Wurst Salat. Soll jetzt bitte mein Video nicht verunstalten hier. Das ist alles seriös. Deswegen gehe ich auch noch Kick und hol doch meine Tests. So, ich höre mal selbst. Danach kannst du auch mal kurz hören. Wurst. Ich muss es leider leiser machen. Yeah. Der groovt dich gerade voll ab, ihr könnt es leider nicht sehen. Hm? Hörst jetzt du mich klingt noch? Top. Nee, ich höre dich nicht. Das soll, ach genau, das kann auch ein Kriterium sein. Und zwar, die In-Ear-Kopfhörer sind ja dazu da, um erstens guten Bass zu haben und zweitens die Geräuschkulisse der Außenwelt ein wenig abzudämpfen. Aha. So, jetzt hör du mal bitte kurz. Du musst dir beide reinstecken. Das heißt, ich halte die Kamera. Halt du mal die Kamera hier. Ja, ich mache ein bisschen. Ich muss sie mir reinstecken. Ich mache ein paar Faxen hier schon mal. Mach mal an hier. Drück einfach drauf. Das dürfen wir noch zeigen. Da hat die GEMA, glaube ich, noch nichts gegen, solange wir den Titel zeigen. Da ich ja sowieso ja? Probleme mit meinem Gehör habe, ist das jetzt nicht so schlecht von der Qualität her. Ja, also die Qualität ist top. Ich kann es noch nicht so nicht. Ich werde noch nichts verraten, weil ich das einzeln vorstellen möchte. Aber Qualität gebe ich hier 10 von 10 Punkten hat er bekommen. Oder wird er bekommen, ihr seht es dann noch. Und der 2 von 10. Aber der kostet ja auch wesentlich weniger. Da kannst du 15 Stück von kaufen, hiervon nur ein. Aber wir gehen ja auf Qualität. So, wir tauschen das mal um. Zumindest macht das einen guten Eindruck hier. Das sieht nicht billig aus und sieht auch nicht so aus wie das Abreißen. Also. Ey, ich bin voll verwirrt gewesen. Ich dachte gerade, du hast die alten Ränge. Also die alten, sag ich mal. Nein. Die so. Billigen halt. Das Einzige, was hier ein bisschen stört, sind auch diese steifen Kabel. Die sind ein bisschen wie so ein Draht. Oh ja, die kenne ich. Ja, hast du schon mal billige Kopfhörer gehabt? Ja, schon oft. So, ich bin mal gespannt, wie sich die anhören. Also, was geben wir? Klangqualität habe ich 10 von 10 gegeben. Ja. Mann, bin ich doof. Oh mein Gott. Was? Erst einmal sitzen die total schlecht in den Ohren. Rutschen die raus? Du hörst die gesamte Geräuschkulisse. Hallo, hallo. Ich höre alles. Ja, super. Von Bass spüre ich mal gar nichts. Ich mache mal lauter. Tja, ich würde sagen, durchgefallen, ne? Lass mich mal hören. Also, die sitzen schlecht im Ohr, man hört jedes Rauschen, wenn man sich ein bisschen bewegt. Nimm das mal. Bass ist keiner da, ganz minimal. Ich würde mal sagen, das sind Kopfhörer zum Wegwerfen. Das heißt, wenn du auf Party gehst oder wenn du irgendwo hingehst, dann dürfen die wohl gerne kaputt gehen. Das hört sich sau wohl an. Ja, als würde man... Als hätte man irgendwie Schnupfen oder so und ja, hört sich selber. Als würde man die Kopfhörer in einer Trommel legen und dann dadurch den Sound erzeugen. Also... Immerhin kann man was damit hören. Ja, immerhin. Wie gesagt, eventuell für Hörbücher oder sowas, aber je nachdem, wie lange man die trägt, ich habe keine Ahnung, ob die schlecht im Ohr, ob das wehtut, wie auch immer. Ich gebe, weil ich noch Gnade walten lasse, für die Klangqualität 2 von 10 Punkten. Was sagst du? Man hört was, es geht, aber... Ach, gib ihnen 3. Ich habe schon mal schlechtere gegeben. Echt? Ja. Ja, aber dann geben wir 3. Ich hatte schon mal welche, wo man dann so komische Geräusche, also so, wie heißt denn das, so Krisseln gehört hat. Oh Gott, nee, das haben die zum Glück nicht. Ja. Ja, ich gebe 3 von 10, dann dafür noch einen Pluspunkt, weil es noch schlechtere geben soll. Obwohl ich den Pluspunkt vielleicht darauf gebe, dass noch die Dinger dabei sind, auch wenn man die gar nicht abbekommt und die nur 1,20 € gekostet haben. Also ich würde sagen, Wegwerfkopfhörer. Ja. Ja, du auch? Ja. Gut. Die kann man mitnehmen, wenn man irgendwo hingeht, wo man weiß, dass man die dann eh nicht hat. Ja, also für den Preis in Ordnung. Ich denke mal, da gibt es keine billigeren.
Oder vielleicht teurere mit schlechterer Qualität. Und ich empfehle sie trotzdem weiter, weil der Preis in Ordnung ist. Also, ja. Wie gesagt, Wegwerfkopfhörer dafür können wir die benutzen. Ja. Ja, ich denke mal, damit haben wir alles gesagt. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt doch mal in den Kommentaren. Ich warte. Er warte. Ja, gut, das war Chris. Und Yves? Das war Chris vom Videoamt. Nein. Ja, ich bin Chris und Yves ist hier vorne. Ihr könnt sie nicht sehen, sondern diesen schönen Tisch. Und vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, wo wir dieses Teil vorstellen werden. Das ist ein Keyfinder, ja? Für die ganzen Alzheimer-Patienten unter euch. Nein, für die Leute, die ihren Schlüssel gerne mal verlegen. Gut, dann tschüss. Tschüss.